Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 25.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, als allererstes Mal muss ich mich entschuldigen, die Kamera ist immer noch im Eimer. Ich muss erst eine neue Kamera bestellen oder kaufen, hab da auch heute überhaupt nicht mehr dran gedacht. Sorry, tut mir leid, das heißt also, Waschbär guckt jetzt einfach nur kerzengerade nach vorne. Ja, dann gibt's noch was Neues, sind ja neue Skins wieder im Shop und normalerweise mache ich das ja über die Wiederholfunktion, aber die Wiederholfunktion ist momentan deaktiviert. Also Epic Games hat auf Twitter geschrieben, dass wohl erst kommende Woche mit dem nächsten Update-Patch die wieder aktiviert wird. Da gab es wohl einige Bugs. Ja, das kann ich nur bestätigen, liebes Epic Games Team. Und ich hoffe, dass ihr es richtig geil macht. Also wenn ihr das so geil macht wie diese Season hier, dann bin ich begeistert. Dann macht es auch Spaß, wieder Videos zu machen. Aber jetzt gehen wir in den heutigen Item-Shop rein. Und da haben wir den neuen Agent des Chaos und die Chaos-Sense sowie den schwarzen Schleim. So, erinnert mich alles so ein bisschen an Black Goo. Wasser gebaut für 200 V-Bucks, mega geiler Emote, den ist richtig, richtig, richtig kultig. Und das Teil kriegt von mir 10 von 10 für 200 V-Bucks, Leute, kann man immer mal gebrauchen. Also wir gucken jetzt mal hier in das Voting rein. Hier haben wir 4,16 von 5 bei 31 Votes. Am 18. Juni 2018 ist das erstmal drin gewesen. 14 Mal seitdem, 98 Reminders. Setzen wir schon vor 27 Tagen am 28. September. So, dann haben wir hier den Sergeant Brutzel. Hier die Lady zum hier essen oder mitnehmen. Teil des Der Burger Sets. Burger-Verkäuferin. Ja, was soll ich dazu sagen? Lady kriegt von mir 4 von 10. Ich finde die nicht so wirklich toll. The Sizzle Sergeant, er hat ein Voting von 3,9455 bei 17 Votes am 16. September 2019. Das erste Mal drin gewesen. Zweimal 12 Reminders. Letztes Mal im Shop vor, ja, 39 Tagen. Eben als er rauskam. Dann haben wir hier diese Stopp-Axt. Und ja, der Teil ist eine Picke für 800 V-Bucks. Kriegt von mir 5 von 10. StopX hat hier ein Voting von 3,23 von 5 bei 22 Votes am 27. Mai 2018. Das erste Mal drin gewesen. 12 mal 24 Reminders. Das ist das letzte Mal im Shop. Lange, lange her. 228 Tage am 11. März 2019. Dann kommen wir zu der Elmira und die hat jetzt einen diesen dunklen Style ja auch bekommen. Mega cool. Und ich glaube, da haben wir auch ein Gameplay-Video dazu. Oder war das nur bei dem dunklen Castor? Ich bin mir jetzt nicht mehr so wirklich sicher. Sollte ich ein Video dazu haben, ist das jetzt oben in der rechten Ecke verlinkt. Elmira kriegt in dieser dunklen Version auf jeden Fall von mir 10 von 10, hat hier ein Voting von 3,69 von 5 bei 42 Votes am 16. November 2018 ist erstmal drin gewesen, 7 mal 62 Reminders, letztes Mal im Shop vor 25 Tagen, 30. September. Der dunkle Style ist echt mega geil. So, schwarzer Schleim, stelle deinen Stil zur Schau, Teil des letzten Abrechnungssets für 500 V-Bucks. Ja, das sieht halt aus so ein bisschen so wie diese, so wie wir auch den Spider-Man schon kennen und dieses Black Goo-Zeugs und so. Also auf jeden Fall sieht sehr interessant aus. Wir gucken mal ganz kurz hier durch. Also ich finde, die sieht richtig, richtig krank geil aus, ne? Wirklich, oh, aber bei dem Boot gefällt es mir jetzt nicht so. Bei dem Boot, muss ich sagen, gefällt es mir jetzt nicht so. Aber bei den Waffen, da kriegt es von mir 10 von 10. Ist geil. Black Ooze hat, glaube ich, jetzt noch kein Voting. Nein, noch kein Voting bekommen. Schrittwechsel
Für mich einer der geilsten Emotes des ganzen Spiels. 10 von 10, ganz klar. Hatte er sofort ja auch hier. Switch Step habe ich ihm geholt. 3,82 von 5. Bei 28 Votes am 16. April 2019 ist erstmal drin gewesen. 9 mal 27 Spiel meines, jetzt mal im Shop von 39 Tagen. Dann haben wir die Aura. Ja, finde ich persönlich, hol dir die Klunker im Stil. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so prickelnd. Kriegt von mir 5 von 10 Aura. Hat hier ein Voting von Wood. 4,39 von 5 bei 76 Votes am 8. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. 5 mal 196 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 51 Tagen am 4. September. Sorry. Boah, einfach nur müde. So, Guild für 800 V-Bucks. Ja, finde ich auch nicht viel besser. Ach, so ein Schrott-Skin. Also, ein Totenkopf da drauf. Okay, auch 5 von 10. Der Guild hat hier ein Voting von 3,54 von 5. Bei 35 Votes auch am 8. Mai. 5 mal drin gewesen. 22 Reminders. Jetzt mal Shop am 4. September. Da sind wir auch schon hier mit durch. Diesmal kleiner Shop. Da kommen wir zu dieser Chaos-Sense. Und die sieht irgendwie crazy aus, ne? Ernte, was du gesät hast. Die sieht schon echt crazy aus, diese Chaos-Sense. Für 800 V-Bucks das Teil. Sky. 10 von 10. Für die Chaos Scythe. Und ja, ein Voting von 5 von 5 bei einem Vote. Boah, wollen wir uns kurz einblenden hier. Zack. Dann sind wir damit auch schon soweit durch. Und dann kommen wir zu dem neuen Modderkammer. Nee, da. Agent des Chaos. So, man beachte, wir haben zwei verschiedene Styles. Das hier sieht aus eben wie, ja, erstmal, als hätte man dem hier so eine ABC-Schutzmaske, so eine Gasmaske aufgesetzt, ja. Endzeit. Aber jetzt gucken wir mal genau die Hände an und da sehen wir, der Teil hat eigentlich nur drei Finger, ne? Der hat hier den Zeigefinger, den kleinen Finger und einen Daumen. Und die beiden, also Mittelfinger und der Ringfinger sind weg. Jo, richtig crazy, der Teil. Sieht echt krank aus. Unterwandere die Kräfte der Ordnung aus den Schatten heraus, Teil des letzten Abrechnungssets. Jetzt gucken wir uns mal den anderen Style an und auch hier wieder dieses Black Blue Zeugs da, ja. Das sieht schon pervers aus, ne? Also irgendwie, der Teil hat was. Definitiv. Ich weiß zwar nicht was, aber es hat was. Irgendwie. Ja, hier richtig zugeknöpft hast du dein Jackett nicht, ne? Also auch hier bei dem da oder ist da? Da ist es auch nicht ordentlich zugeknöpft. Okay. Ganz cool den unteren Knopf offen gelassen. Rote Krawatte, rotes Schnieftuch. So. Jo, der Teil kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Ich finde den irgendwie crazy cool. 10 von 10. Chaos-Agent. Jo, und hat bis jetzt auch ein Vote. Auch 5 von 5. Ja. Ja, jetzt muss ich ja den Shop eigentlich bewerten. Jetzt gehen wir mal hier raus. Gucken wir mal. Und auf der rechten Seite muss ich sagen... Ja gut, okay. Rechts ist eigentlich cool. Also man hat, okay, Sergeant Brutzel ist jetzt nicht so meins. Die Stoppachse jetzt auch nicht, aber Schrittwechsel, die dunkle Elmira, schwarzer Schleim, am Wasser gebaut, mega coole Items. Dann haben wir hier, na gut, Guild und Aura bin ich jetzt auch nicht so ein Fan davon, aber die neuen Items sind ziemlich geil. Ja? Und deswegen kann ich diesem Shop... Jetzt lass mich mal überlegen, was gäbe ich denn diesem Shop? Also, ich blende mal ganz kurz Voting hier unten ein. Und jetzt haben wir hier. Hated ist, fällt schon mal weg. It's meh. Love it.
It's me oder love it, it's me oder love it, it's me oder love it, I give it a love it. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit mir nehmen wir gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Benutzt unseren Creator Code sofort, du gleich, TTV.